Und wir werfen jetzt noch mal einen Blick auf die Kulturszene von Duisburg. Die hat es ja besonders schwer unter den Corona-Maßnahmen. Langsam aber sicher kehren viele kulturelle Angebote in Duisburg zurück. Beispielsweise durch die Wiedereröffnung vom Steinhof. Da ist mir jetzt der Geschäftsführer Arno Eich zugeschaltet. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Der Geschäftsführer ist der Vorsitzende, aber dennoch heiße ich Sie natürlich oder Ihre Zuschauer herzlich willkommen. Guten Abend, ja. Genau. Ob Geschäftsführer oder Vorsitzender, Hauptsache guten Abend, genau. Ja, Herr Eich, wie ist es jetzt so nach langer Zeit, nach der langen Corona-Zwangspause, muss man ja dazu sagen, jetzt wieder zu starten in die neue Spielzeit? Ja, ich sag, eine Zeit der Ungeduld geht zu Ende, denn der März, sozusagen, glaube ich, die letzte Veranstaltung hatten wir am 8. März gehabt, hat ja für uns dann doch eine Zäsur bedeutet, die tatsächlich auch final war. Da gab es ja gar nichts mehr danach. Das heißt, seit dem 8. März, sag ich jetzt mal als Datum, sind wir sozusagen auf Eis gelegt, aber nicht nur wir, viele andere natürlich auch. Und der Steinhof, insbesondere das Kulturleben am Steinhof, mit allen anderen Facetten auch das Vereinsleben, das fehlt uns doch sehr. Und wir freuen uns darauf, wenn wir jetzt in Kürze wieder eröffnen können. Denn diese Initiative haben wir genau deswegen aus dem Grund auch ergriffen, um eben den Leuten zu zeigen, wir sind wieder da, wir bieten etwas an. Und für diejenigen, die vielleicht auch in dem Sommer nicht verreisen können, so wie geplant, gibt es eben auch Freizeit-Alternativangebote mit einem guten Niveau. Ja, Sie sagen es. Also es geht jetzt wieder los. Worauf können sich die Besucher freuen? Was sind so die Highlights in dem Programm, würden Sie sagen? Wir haben uns natürlich fokussiert, insbesondere aufgrund der Corona-bedingten Vorgaben, auf Comedy-Kabarett-Veranstaltungen. Die Mietzing-Konzerte, die bei uns auch immer sehr beliebt waren mit der Anja Lerch, die können wir leider noch nicht anbieten, weil wir geschlossene Halle sind, allerdings mit Lüftungsanlage, das ist der große Vorteil bei uns. Das heißt also eine ständige zirkulierende Luft. Deswegen Comedy-Kabarett, darauf haben wir uns fokussiert, aber mit vielen, die Rang und Namen haben, ob René Steinbeck, La Signora, Lisa Feller, Fritz Ekenga und so weiter und so fort. Da kann man sich auf unserer Homepage darüber informieren, wen wir alles haben. Wir haben also auch für die jungen Leute Max Stettenbauer, Marc Weide, Zauberweltmeister. Also wir haben eine sehr breite Palette, die wir als Paket geschnürt haben. Und darüber hinaus haben wir ja so 2, 3 Musikangebote. Wir beginnen auch am 14.06. mit Georg Göbel, alias Ossi Ostermann von Herbert Knebels Affentheater. Also am 4.06. beginnen wir mit ihm. Und dann haben wir, glaube ich, ein absolutes Highlight und auch eine Ausnahme, die nur mit Hilfe von Sponsoren eigentlich möglich ist. Und zwar haben wir den letzten Genesis-Sänger, Ray Wilson, der aber nicht nur bei Genesis berühmt geworden ist, sondern ja hier auch in Duisburg mittlerweile durch die Auftritte beim Stadtfest bekannt ist. Er gibt also 2 Konzerte am 20. und am 21.07. vor jeweils 140 Leuten. Und da kann man sich vorstellen, die Karten sind etwas teurer, die kosten 59 Euro, die anderen nur 22. Aber ich glaube, jeder, der rechnen kann, wird feststellen, auch mit 140 Leuten an 59 Euro kommt man eigentlich nicht zurecht. Deswegen Dank an die Sponsoren, die hier gestützt haben. Aber ich glaube, das ist auch ein Top-Angebot. Ja, da hat man auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Jetzt sagten Sie es aber bereits. Also klar, die Corona-Pandemie, die ist noch nicht vorbei. Man muss sich da weiter drauf einstellen. Und auch Sie als Kulturbetrieb mussten jetzt da so ein bisschen umdenken. Welche Herausforderungen kamen da auf Sie zu? Ja, ein bisschen umdenken ist ja relativ. Das heißt also, von jetzt auf gleich kommt der Geschäftsbetrieb komplett zum Erliegen. Und wir sind ja nicht nur Kulturbetrieb, wir haben ja auch Vermietung. Wir haben ganz viele Hochzeiten, Hochzeitspaare, die ihre festen Termine im Mai, Juni geplant hatten. Geht ja wirklich ans Eingemachte, ans Persönliche. In vielerlei Hinsicht natürlich auch viele Firmenveranstaltungen, die wir hatten, also Tagungen, Kongresse, sonstige Firmenveranstaltungen. Alles ist weggefallen. Das heißt, wir sind im März auf die Einnahmelinie null gefallen. Und das ist natürlich die absolut größte Herausforderung, die wir haben, weil wir haben ja laufende Kosten. Wir haben Personal, das mussten wir jetzt, haben wir seit dem 1. März in Kurzarbeit schicken müssen. Nichtsdestotrotz stemmen wir das Ganze jetzt ehrenamtlich, so wie der Steinhof eigentlich auch generell ausgerichtet ist. Der Kulturbereich, der wird fast ausschließlich ehrenamtlich gestemmt. Ja. Das heißt also, das ist jetzt auch unsere große Stärke, muss man ganz klar sagen. Denn auch mit 140 Gästen pro Abend, wenn die denn hoffentlich kommen, also eingeladen sind auf jeden Fall alle, kann man sich vorstellen, ist die Sache wirtschaftlich nur äußerst schwierig darzustellen.
Aber das sind natürlich die größten Herausforderungen, die wir hatten. Und jetzt müssen wir in die Überlegung kommen, nach diesem Sommerprogramm, wenn wir unser normales Programm ab 1.9. fortsetzen würden. Wir haben da ausverkaufte Veranstaltungen. Stoppock zum Beispiel mit 900 Besuchern. Wir haben Brings noch in diesem Jahr. Wir haben viele andere gut platzierte Veranstaltungen, die auch sehr gut vorverkauft sind. Aktuell kann uns noch keiner sagen, ob wir ab dem 1.9. Veranstaltungen anbieten können, mit eben mehr als 140 Besuchern. Da müssen wir uns jeden Tag neu ausrichten. Wir müssten, wie das so schön heißt, immer auf Sicht planen und auch fahren. Und das machen wir. Wir tauschen uns ständig aus, wöchentlich, also haben wir immer eine Konferenz. Tagtäglich haben wir Informationsaustausch, um eben zu gucken, wie können wir den Steinhof ausrichten. Wie können wir vor allen Dingen den Steinhof auch in die Zukunft führen und auch fürs kommende Jahr die Wirtschaftlichkeit darstellen und vielleicht dann vielleicht ein paar andere Dinge, Firmenveranstaltungen, Fachtagungen, Fachmessen, vielleicht ein bisschen mehr in Fokus nehmen als die Kulturveranstaltungen, wobei dafür schlägt ja unser Herz bekanntermaßen. Und alles natürlich unter den aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen. Vielleicht jetzt noch zum Schluss unseres Gesprächs. Wir sind schon am Ende angekommen. Wo und wann läuft der Vorverkauf? Der läuft nämlich schon. Und wie ist die bisherige Resonanz zu den geplanten Terminen? Also Vorverkauf hat begonnen am Wochenende über unsere Homepage www.steinhof-duisburg.de. Findet man sämtliche Links zu den Vorverkaufsstellen. Alle Tickets müssen im Vorverkauf erworben werden, weil wir eine platzgenaue sozusagen Zuweisung haben. Wir bieten nur einen Vorverkauf an, keine Abendkasse, um eben hier auch schon mal im Vorfeld die Datenschutzerklärung herunterzuladen. Die bieten wir auch online an. Das heißt, wir haben uns ganz viel Gedanken gemacht, wie das tatsächlich ablaufen kann, vom Prozedere, das heißt des Eintreffens bis hin zur Beendigung der Veranstaltung, wie die Dinge laufen. Wir sind da sehr gut aufgestellt, glaube ich. Unser spezielles Hygieneschutzkonzept ist von der Stadt abgenommen worden. Wir haben Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen. Bei uns gibt es Mundmasken, Desinfektionsspender eben, Mundmasken für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spender auch für natürlich alle. Also wir haben da alle Dinge berücksichtigt, die es zu berücksichtigen galt. Und jetzt liegt es eben an Ihnen, an den Zuschauerinnen und Zuschauern, auch Tickets zu kaufen, damit die Kultur in Duisburg weiter Bestand hat. Und vielleicht wird unserem Beispiel, wir sind, glaube ich, die Ersten, die so etwas auflegen als Kultursommerprogramm, auch der ein oder andere noch folgen. Da würde ich mich freuen, als Duisburger Bürger für das Kulturleben hier in Duisburg, aber vielleicht nicht nur in Duisburg, denn unsere Adressaten sitzen auch ganz viel am linken Niederrhein, aus dem Kreis Kleve, Kreis Wesel haben wir viele Besucher. Die sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, nach Duisburg zu kommen und jenseits des Chassis eines Autos nochmal Künstler live zu erleben. Darüber freuen wir uns alle, über ein bisschen mehr Kultur jetzt wieder in diesen Zeiten hier in unserer Stadt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eich. Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank.